Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play What Remains of Edith Finch. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im letzten Part haben wir schon erfolgreicherweise unseren Stammbaum ein bisschen aufgefüllt, ja. Und sehr coole Ingame-Sachen gehabt. Also das Ingame, ich meine damit sehr coole... Ah, ihr wisst, was ich meine damit. Ich meine, alles ist Ingame, klar, aber... Ihr wisst, was ich meine. Und wir haben tatsächlich im letzten Part von Barbara erfahren, wie wir in den Keller kommen. Deswegen schauen wir gleich mal, dass wir es hinkriegen. Aber zuerst mal möchte ich durch das Guckloch hier schauen. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Oh, es sind aber viele Bücher. Auch abgeschlossen. Da fahren wir wahrscheinlich auch noch irgendwann, wo da der Key ist. Ja, da ist die Spieluhr, ich weiß, aber ich habe vorhin noch eine Aktion. Ah ne, war keine Aktion, okay. Ja, dann auf geht's. Holen wir uns den Schlüssel. Ah, da steht sogar Barbara drauf. Aha, was haben wir denn da gefunden? Okay, auf in den Keller. Jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen creepy. Genau, und das haben wir jetzt schon aus Sicht von Barbara gespielt, in diesem Comic-Stil. Das war extrem cool. Mhm. Netter Raum. Ich finde ja auch echt die Location von dem Haus hier richtig gut. Also gerade wenn man rausschaut, hier Berge nebenan und noch das Meer. Ich meine, Alter, was ist das für ein geiles Haus und was ist das für eine geile Location? Kann man hier irgendwie Billard spielen? Wer weiß, ne? Sven haben wir hier. Mhm. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Okay, der Keller war tabu. Naja, warum wohl? Das werden wir jetzt rausfinden. Hier war auf jeden Fall der gute Sven und hat interessante Sachen gebaut. Sieht aus wie ein Drachenkopf. Oh, was haben wir? Also ist alles schön eingerichtet, ne? Also der hat hier seine ganzen Arbeitsmaterialien und da machen wir ein Boot. Und ist wirklich schön eingerichtet worden von den Entwicklern, also muss man echt mal ein Lob da lassen. Oh, ist das dunkel. Okay, vielleicht finden wir die Pakete, ja. Aber es ist leider saudunkel, ich sehe fast gar nichts, Leute. Also seht ihr auch nicht so viel wahrscheinlich. Das ist wirklich dunkel. Oh, vielleicht Geschenke? Ja, natürlich. Das wollte immer jeder wissen, oder? Wo die Geschenke versteckt werden. Als ich klein war, war das schon so. Oh, okay. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Oi. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Okay, es geht jetzt in irgendwelche Minen oder sowas. Was geht jetzt ab? She said after Barbara died, he got as far away as he could. What the fuck? Ist das hier so ein Überlebungslabor von den Amis? Falls Apokalypse oder sowas. Gibt es hier so ein paar Verrückte? Die sind immer das ganze Dosenfutter kaufen. Okay, sieht echt so aus, ne? Hier haben wir Müsli, da haben wir Bohnen. Da haben wir eine Spülmaschine, ja, ist echt irgendwie sowas, ne? Achso, da kam ich her. Ich dachte, ich wäre auf der anderen Seite. Aber das ist nur der Raum. Okay. Walter. Okay, First Kids haben wir auch da. Also selbst falls mal was passiert. Ist für alles gewappnet. Okay, was haben wir hier? Ein Brief. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week.
Lol, hat er sich unten eingeschlossen oder was? Beziehungsweise hat er hier gelebt. Days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Oh, voll die geile Mucke hier. Aber warum? Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Wegen Barbaras Tod oder was? And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. Ja, was macht der hier die ganze Zeit, Alter? Waiting. I have to leave, while I still can. Jetzt checkt man nicht so ganz, warum er sich unten eingeschlossen hat, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst. Vielleicht erfahren wir es aber auch erst noch. Aber aktuell erschließt sich mir das noch nicht so ganz. Okay, jetzt geht's noch weiter runter. Naja, meinetwegen. Bücher hat er sich ja auch mitgenommen. Aber jetzt chillt er die ganze Zeit unten. I know it's out there, somewhere. Er hat wohl Angst vor irgendwas. Whatever killed Barbara. Ah, okay. Der ist. Ah, ich weiß jetzt warum. Der Typ. Das ist ja der Walter, das wusste ich schon. Aber der ist wahrscheinlich traumatisiert davon, von dem Ding nach diesem Comic, den wir im letzten Part gesehen haben, dass seine Schwester gekillt hat. Und deswegen hat er quasi, wurde traumatisiert und versteckt sich jetzt die ganze Zeit davor. In Calvin. Ja, das hat Molly richtig komisch. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Okay, es ist anscheinend irgendwie so eine Mine oder so. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Ja gut, nach einer Woche in so einem dunklen Keller, ne? Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Da kam dann Zug. Was war das? Ich glaube schon. Okay. Walter died when I was six. I can't believe my mom never told me he was down here. Okay. Ja. Haben wir jetzt auch mitbekommen. Also ich glaube, das war irgendwie ein Zug oder sowas, weil der ist ja am Ende auf Schienen gelaufen. Da ist er der Gute. Sieht echt lieb aus, oder? Ja, Peaches, da sind die Pfirsiche. I'm sure my mom was trying to protect me. Ja, natürlich. Aber wovor? Bei einem sich ist ja unten nichts Gefährliches gewesen. Halt seine ganzen Pfirsichdosen, ne? Okay, jetzt gehen wir da raus zu diesen Schienen da, wo der da auch war. Hoffen wir, dass bei uns kein Zug kommt. Ja, wahrscheinlich, schätze ich auch. But if she never told me about an uncle under the house.
can only imagine what else she was hiding. Ja, das ist eine gute Frage. So, hier habe ich vorhin... I don't want to make the same mistakes she made. Ja, von ihrer Mutter wissen wir auch noch gar nichts, ne? Ich meine, ihre Mutter ist ja... Eddie wahrscheinlich, wo ist die? Nee. Ach, was weiß ich, wie gesagt, dieser Stammbaum hier, den checke ich irgendwie nie. Auf jeden Fall, über ihre Mutter wissen wir auch noch nichts. So, das ist der Hammer, mit dem er sich da rausgehauen hat. Naja, schauen wir mal. Was sollte das sein? Oh, es ist Nacht mittlerweile draußen. Now that there's only one of us left, or maybe two. Ich dachte, sie wäre die Einzige. I thought it was time I heard the stories for myself. Deswegen ist sie ja zurückgekommen. And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Ja, wahrscheinlich wollte sie. Maybe we believed so much in a family curse. We made it real. Okay, das ist gerade von ihm. Ja, wahrscheinlich da kam ein Zug vorbei. Okay, also die Theorie von Edith ist, dass es gar keinen Fluch gibt, sondern nur ausgedacht ist. Quasi im Glauben. Kann ich mir auch vorstellen. Okay, da vorne hat es eine Insel. Also ist echt super schön hier, oder? Das ist das, was auch vorhin, obwohl das war bei Molly, wo es rot geleuchtet hat. Das ist in der Vergangenheit gewesen. I don't know if I should even be writing this. Ach so, sie schreibt es auch auf. Ja, für mich schon so eine ganz böse Vermutung, was noch passieren wird am Ende, aber ich hoffe mal nicht, dass das wahr werden wird. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Was du über deine Vase? Vielleicht spielen wir gerade in der Vergangenheit von ihr? Und schreibt an ihren Sohn oder sowas? Ich meine, ja, hat jemand mit du angesprochen und sie meint ja nicht uns, weil wir sind ja jetzt nicht meine Familie. Ne? Oder würde das keinen Sinn machen eigentlich? Und was geht hier ab? And the history you're a part of. Wow, ich habe so eine ganz böse Vermutung bekommen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon sagen soll. Ja gut, also es hört sich halt schon so an, als wären wir jetzt in der Vergangenheit von ihr. Also wir spielen jetzt quasi als sie die ganze Zeit in der Vergangenheit vor. Und ihre Kommentare sind halt quasi das, was sie dann in die Vergangenheit aufgeschrieben hat. Oh, und das Thema hier ist so schön, das ist von Edith. Richtig geil, also der Soundtrack ist eh der Hammer, finde ich, in dem Game. Kann man sich auch auf YouTuber anhören, mit 12 Werbungen nur. Hat der Uploader richtig gespart. Okay, aber Herz, glaube ich, nichts mehr. Oh, da oben brennt Licht. Und es bimmelt. Warum bimmelt? Wo bimmelt? Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Ja, ist es. Was ist das hier eigentlich? Welche Statuen oder sowas? Da kann man auch nicht rein. Keine Ahnung, was das ist. Ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht, muss ich sagen, ja? Ich bin hier richtig hyped. Aber wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Keine Angst. Ein bisschen was. I think the people in these stories believed them. For what that's worth. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Also gerade der Walter war ja derjenige, der da halt am krassesten bisher dran geglaubt hat, an den Fluch.
Ich meine, der hat sich ja extra verschanzt und so weiter, und da habe ich da richtig reingesteigert. Das war schon, jo. Derjenige auf jeden Fall, der da am meisten dran geglaubt hat. Und deswegen hat sie ihre Mutter wahrscheinlich das alles verschwiegen. In Sorge um sie selbst. Okay, was haben wir hier? Ist so dunkel hier. Ich glaube, hier ist auch nichts, ne? Ist nur da so ein alter Schuppen. Bämmelt wieder. Was bämmelt hier? Ich kann look at the house. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Okay, wir betreten das Anwesen wieder. Von hinten hier war doch die Schaukel, oder? Warte mal. Ne, das ist ein Baumhaus, aber... Oh, das ist der Mond. Vollmond. Was für ein Zufall. Ach ja. Ich denke, wir sind von Tod umgeben für so lange, dass wir es einfach gewöhnt haben. Was für eine Familie beginnt, ein Cemetery zu bauen, bevor sie das Haus beginnt? Hm. Ich werde nochmal ganz kurz zurückgehen, um mich da umzuschauen. Ich will hier nichts übersehen, ja. Aber genau, hier ist das Guckloch, von dem wir vorhin waren. Vielleicht können wir auch auf der anderen Seite durchschauen. Ne, können wir nicht. Okay. Okay, was haben wir hier? Gary's Potion Mix. Oh, geil. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie... Sieht aus wie so Beutel mit Erde, aber... Gary's Potion Mix hört sich noch was anderes an. Ja, wie so ein Dünger oder sowas. Naja, auf jeden Fall wächst jetzt hier eher wenig. Also es wächst schon was, aber wahrscheinlich nicht das, was eigentlich dort wachsen soll. Aber hier war doch die Schaukel, oder? Oder eine Tipp, da fliegen wollte im letzten Part. Ich glaube, das war hier. Ach so, hier runter. Ich habe mich gerade gewundert, wo es lang gehen soll. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Ach, hier ist jetzt der Tierfriedhof. Christopher, Bob, Shadow, Oliver. Three of the Schatzi. Troubles were mine. Two had been my fault. Auf jeden Fall sau viele, ne, wenn ihr euch das anschaut. Aber gut, ich weiß ja nicht, über wie viele Generationen der sich gehalten hat. Da steht aber irgendwas 1938. Ja, man sieht ganz schwach immer welche Zahlen, aber kann man nur schwer lesen. Aber auf jeden Fall echt viele, ne? Ah, und hier ist der Finches Friedhof, Molly Finch. Calvin haben wir auch schon, Sven und Eddie. Das waren die Erbauer, oder was? Sven hatten wir auch noch nicht, oder? Sven, da ist er. Eddie, Walter Finch, Barbara. Da oben ist der Rest. I'm sure Odin's Monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Okay, hier geht die Lampe nicht an. Okay, hier ist das von Odin. Odin ist ja der, der das Ding gebaut hat, ne? She could see it poking out of the water at low tide. Oh cool, das ist ein Fernrohr. Nice, was sehen wir jetzt? Edie said she dreamed about the old house every night. Ach so, das ist das alte Haus von denen, was
auf der Reise kaputt gegangen ist. Ah, das haben wir auch. Das haben wir auch gehört bei Odin. Ah, ich dachte, das hätte überlebt und das haben die umgebaut zu den neuen. Aber dann ist das das alte. Aha, was blinkt? Warum blinkt es da so? Als Schutzzeichen oder was? Für die. Ja, wahrscheinlich. Dass die Seefahrer wissen, dass da so ein altes Hauswrack rumsteht und nicht dagegen fahren. Okay, aber das war wichtig, dass man das gesehen hat. So Dullis wie ich hätten es sonst nicht gecheckt. Okay, alles schön und gut, aber wo geht's jetzt weiter? Edie's side was always easier for me to understand. Mhm, also Edie war die, die es aufhängen wollte. The more I can see where my mom was coming from. Ah, das her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Hier ist Sam. Gus, den kennen wir auch noch nicht. Und Gregory. Da waren wir auch nur ganz kurz im Zimmer drin, ne? Da sind die weiteren. Alter, das sind nicht viele von denen. Oh shit. Milton, das ist doch unser Bruder, glaube ich, oder? Milton und Levis, ja. Two of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. Oh, hier gibt's auch noch was dazu. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Mhm, okay. Nie gefunden. Was da vorgefallen ist, werden wir auch noch herausfinden. Wahrscheinlich. Sanjay Kumar, wer ist das denn? Sanjay, ja, also ich glaube, das sind immer die Männer, beziehungsweise halt die, mit denen geheiratet wurde. Deswegen, weil die nicht offiziell den Namen Finch haben, sind die auch nicht genau in den Stammbaum eingetragen. Okay, das ist Levis. Das sind mal unsere Brüder, warte mal. Born 1992, was haben wir hier? 98 und bis 2010, ne? Das heißt 12, 22, auch nicht alt. Aber gut, sie selbst ist ja erst. Was hat sie gesagt, wie alt sie ist, ne? Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. Ja. Find everything out for myself. Das müssen wir jetzt wohl. Wohl oder übel tun. Okay, jetzt geht's nach oben. Nice. Auf jeden Fall sehr interessant heute in dem Part. Sehr viel Story. Und hier waren wir ja schon mit Molly in ihrer Katzenform und haben den Vogel gejagt. Wenn ihr euch erinnert. If she told me there was gonna be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Okay. Damit haben wir eigentlich schon fast die Bestätigung dafür, dass sie ihre Vergangenheit ist. Weil hier ist sie nämlich irgendwie 14 oder so in dem Video und mit 14 ist sie sehr wahrscheinlich nicht schwanger. Ne, sie ist doch, ne, 18 oder sowas, ne? Aber trotzdem. Sie hatte jetzt gesagt, sie würde nicht kommen, wenn sie schwanger wäre und okay, das heißt, das war im Grunde die Bestätigung für das, was ich mir jetzt schon fast gedacht hätte, dass wir hier gerade ihre Vergangenheit spielen. Dass sie dann wahrscheinlich auch schon down ist. Okay, das ist ja krass. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Der Opa Sam, ja, bei den haben wir schon viel gehört, aber auch noch nicht so viel, ne? Wir haben immer nur gehört, ja, der war hier, der war da mit Calvin in einem Zimmer und so weiter, aber mehr wissen wir auch nicht. They were both pretty intense. Okay, und wie es dann mit Opa Sam weitergeht, das gibt's für euch erst im nächsten Part. Tut mir leid. Ja, einmal wieder einschalten und danach geht es auch schon direkt weiter. Alter, was? Milton war anscheinend nur 9 Jahre alt, wie es aussieht. Wenn er da eine 1 ist. Wow, das wäre aber schnell. Naja, also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal einschaltet. Bis dann, Leute. Haut rein.